Werte Zuschauer, herzlich willkommen. Ja, ein bekanntes Gesicht, Martin Hess, Mitglied des Deutschen Bundestages, ehemals hochrangiger Polizeibeamter, jetzt in der Fraktion der AfD. Herr Hess, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Herr Weber, ich grüße Sie und grüße natürlich auch alle Zuschauer. Herr Hess, ich hatte Gelegenheit, Ihre Bundestagsrede mir anzuhören. Da ging es um die Glorifizierung, Festnahme Daniela Klette. War ganz hervorragend. So wie man jetzt hören muss, hatte die noch Zeit, hier ihre Komplizen RAF, immerhin 34 Morde zu warnen. Das heißt also, die Polizisten beziehungsweise die Beauftragten standen vor der Tür und haben gewartet, bis sie fertig war und sich dann aus der Wohnung beziehungsweise die Polizisten hineingelassen hat. Ja, ist ein Umgang, wo man sagt, nonchalant. Also im Fall Klette entsetzt mich regelrecht, dass diese Frau eben nicht im Untergrund gelebt hat. Sie hat völlig ungeniert als RAF-Top-Terroristin, die mit Haftbefehl gesucht wird, am gesellschaftlichen Leben teilgenommen. Sie hat Nachhilfe gegeben. Sie war als Tanzlehrerin aktiv. Sie hat in keinster Weise irgendwelche Verdeckungshandlungen vorgenommen, außer dass sie ihren Namen natürlich, ihren tatsächlichen, nicht angegeben hat. Und dass es dann so ist in unserem Staat, der angeblich laut Faeser alle Extremismusformen im Blick hat, dass es dann so ist, dass diese Top-Terroristin dann festgestellt wird von Journalisten, die öffentlich zugängliche Quellen prüfen und die dann erkennen und die Innenministerin dann hingeht und allen Ernstes auch noch behauptet, diese Festnahme sei auf die wirklich herausragende Sicherheitspolitik zurückzuführen. Also da muss man wirklich sagen, die Innenministerin versucht, die Bürger für wirklich dumm zu verkaufen. Und das zeigt, dieser Fall Klette zeigt, unsere Sicherheitsbehörden haben diese Frau nicht detektiert, obwohl sie im öffentlichen Leben stand. Das zeigt, dass dieser Staat auf dem linken Auge blind ist. Und das zeigt vor allem, dass es hier ganz dringend einer Kurskorrektur bedarf. Nun gibt es einen anderen Fall. Wir gehen nach Mecklenburg-Vorpommern. Eine 16-jährige Schülerin, Loretta, wurde aus dem Unterricht geholt. Sie hat ein AfD-Werbevideo gesehen mit Schlümpfen. Die Farbe Blau ist dann und ist auch meine Farbe. Die Familie hat sich jetzt öffentlich dazu bekannt, dass sie die AfD wählt, weil sie in der AfD die einzige Veränderungsmöglichkeit sieht. Ist die Bekundung zur AfD, korrigieren Sie mich, zwischenzeitlich ein Straftatbestand geworden? Überhaupt nicht. Gott sei Dank nicht, aber wer weiß, was noch kommt. Wir wissen es nicht. Herr Weber, man muss es ganz deutlich sagen. Dieser Fall mit der 16-jährigen Schülerin in Mecklenburg-Vorpommern stellt eine Zäsur dar. Wir hatten schon Interviews, wo ich Ihnen dargelegt habe, dass für mich als Polizeibeamter es nur schwer erträglich war, dass in Berlin gegen friedliche Corona-Demonstranten, die zwar Auflagen nicht beachtet und damit Ordnungswidrigkeiten Tatbestände begangen haben, dass dort der Wasserwerfer eingesetzt worden ist. Das war damals für mich schon äußerst verstörend, aber das, was wir hier jetzt haben, das ist eine völlig neue Dimension. Das muss man ganz klar sagen. Die Schülerin hat ein Stummvideo geteilt, hat im Internet dargelegt, dass Deutschland für sie mehr als ein Ort auf der Landkarte sei, sondern Deutschland sei für sie eben auch Heimat. Und wegen dieser beiden Einträge hat ein Schulleiter in Deutschland die Polizei geholt. Die Frau wurde oder das Mädchen wurde aus dem Unterricht herausgeholt und man hat eine sogenannte Gefährderansprache gehalten. Und was ist an diesem Fall so exorbitant herausragend? Und wirklich bei jedem Demokraten müssen sämtliche Alarmglocken allerspätestens jetzt angehen. Es liegt überhaupt gar kein polizeilich relevanter Sachverhalt vor. Unter gar keinem Aspekt. Es bestand keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Es drohte keine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Es lag kein Bußgeldtatbestand vor, Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand. Es lag kein Straftatbestand vor. Egal unter welchem rechtlichen Aspekt man das betrachtet, es gab keinerlei Veranlassung für die Polizei hier einzuschreiten. Natürlich gilt es auch für den Schuldirektor, aber dass diese Personen hier so gehandelt haben, das kann aus meiner Sicht nur bedeuten, dass Disziplinarverfahren eingeleitet werden. Ein solcher Schuldirektor, der so erkennbar, evident rechtswidrig handelt, der muss aus dem Schuldienst entfernt werden. Und die Kollegen, die hier eingeschritten sind, obwohl überhaupt gar kein Grund dafür bestand, das muss ich auch in aller Deutlichkeit sagen, gegen die muss auch ein Disziplinarverfahren zwingend eingeleitet werden und auch diese Kollegen müssen entsprechend sanktioniert werden. Wie ich kenne diese Fälle, vielfach passiert es im Streifendienst, dass sie irgendwo hingeholt werden und dass dort dann irgendein Sachverhalt dargestellt wird, wo sie feststellen, das ist nichts für die Polizei, es gibt keine Zuständigkeit. Das müssen sie das auch artikulieren und müssen dem Anzeigenerstatter oder dem Sachverhaltsmitteiler sagen, hier liegt keine Aufgabe für die Polizei vor.
Wir sind hier nicht zuständig. Auf Wiedersehen. Und genau das hätten die Polizisten in diesem Fall auch tun müssen. Das haben sie nicht getan. Sie haben stattdessen eine Gefährderansprache durchgeführt in Baden-Württemberg. Bedarf es dafür zwingender Tatbestandsvoraussetzungen? Eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung muss unmittelbar bevorstehen. Und das gab es hier in keinster Weise. Und deshalb, dieser Fall, Herr Weber, ist, das hätte ich mir nie träumen lassen können. Ich bin jemand, der zu 100% für diesen Rechtsstaat ist, der auf, mit beiden Beinen auf den Füßen der freien demokratischen Grundordnung steht. Aber dass das möglich ist, die Drangsalierung einer Schülerin ohne jeglichen rechtlichen Grund, und dass dann der zuständige Innenminister des Landes auch noch diese Vorgehensweise verteidigt. Herr Weber, ich sage es in aller Deutlichkeit, wir sind Demokratiefeinde am Werk und wir müssen diesen Leuten das Handwerk legen. Wir sind stark durch euch. Ihr unterstützt uns moralisch, ihr unterstützt uns mit Kommentaren, mit Mails und die finanzielle Unterstützung. Das macht uns stark, diesen täglichen Kampf zu bestehen für die Meinungsfreiheit, das höchste Grundrecht, was wir haben. Danke, sagt das Team und Peter Weber. Noch ergänzend dazu, er hat eine Äußerung getätigt, die haben wir geprüft. Die Aufregung hält er für unbegründet. Sie ist ja nicht in Handschellen gewesen. Das hat er wörtlich gesagt. Das hat er wörtlich gesagt. Also Da fehlen mir die Worte. da fehlen mir auch die Worte. Hess, wir sind beide Männer der klaren Aussage. Wir sind beide im Leben unterwegs. Sie haben die Gunst des wesentlich Jüngerseins als ich. Aber das bedeutet, ich war viel unterwegs. Und ich habe viel Kontakt zu Kollegen von Ihnen, zur SEK, zu anderen Einheiten. Und die sagen mir immer, Peter, weißt du, wir werden dann gerufen, wenn vier Leute im Auto sitzen mit Bärten, solche Kreuze. Dann kommen die Streifenpolizisten und sagen, das SEK soll kommen. Er ist jetzt mal ganz ehrlich. Das sind doch Leute, eine 16-jährige Schülerin rauszuholen. Da sind sie stark. Aber ansonsten, viele andere, sind es mir nicht böse. Da rufen sie das SEK, weil sie sagen, da wollen wir nicht, da sind wir in eine Gefährdungslage und, und. Also, die sollen kein Nestbeschmutzer sein, aber ein gutes Licht wirft es nicht auf die Polizei. Ich habe klar und deutlich gerade formuliert, dass diese Beamten, dass unter gar keinem Rechtsgesichtspunkt dieses Einschreiten zu rechtfertigen ist. Es gab keinerlei Begründung für das, was hier getan worden ist. Und deshalb stimme ich zu, dass hier eine Sanktionierung, und zwar eine harte Sanktionierung, erfolgen muss. Gegebenenfalls wäre sogar zu prüfen, ob hier nicht im Bereich des Strafrechts Normen erfüllt worden sind. Nur mal beispielhaft Nötigung. Also ich muss mich nicht ohne jede Rechtsgrundlage von der Polizei weder anhalten lassen noch irgendwo rausführen lassen. Und das muss eben ganz hart sanktioniert werden. In der Tat. Wir bleiben da dran. Wissen Sie, was sehr interessant ist? Ich mag in großen Teilen Ulf Poschert, den Chefredakteur der Welt. Er schreibt also Folgendes: Der neue deutsche Idealbürger ist ja Denunziant. Gehen wir dorthin? Gehen Absolut. wir dorthin? Das ist genau das, was diese Ampelkoalition in Berlin beabsichtigt. Überall sprießen Meldestellen für sogenannte NGOs und wir wissen alle, dass es Meldestellen linksgrün-roter Organisationen sind, wie Pilze aus dem Boden. Alles, was nicht linke Meinung ist, wird hier angeschwärzt. Es ist hier der Kampf gegen rechts, in Wahrheit der Kampf gegen alles, was nicht links ist, der Kampf gegen die normale bürgerliche Mitte. Und das ist genau das, was beabsichtigt wird. Und deshalb müssen wir uns dieser Entwicklung auch mit aller Entschlossenheit entgegenstellen. Die Universität Konstanz hat eine Erhebung gemacht, wer denn mit auf der Straße war im Kampf gegen rechts bei den Demonstrationen. Es waren 8% CDU/CSU und 3% FDP. Alles andere links der Mitte bis links außen. Die CDU schafft sich selber ab, die CSU, dass sie zu solchen Demonstrationen mit aufruft, ohne zu merken, dass es gar nicht ihr Klientel ist, die da auf die Straßen gehen, sondern linkes Klientel, die sich befleißigt fühlen, durch die Potenzierung der Presse hier Rabatz zu machen. Würde ich zu 100% zustimmen. Die CDU erkennt nicht, dass es kein Kampf gegen Rechtsextreme ist, sondern dass es ein Kampf gegen die bürgerliche Mitte ist. Sie erkennt nicht, dass der Kampf gegen die AfD nur der Auftakt ist. Sie erkennt nicht, obwohl sie das im Bundestag bei den Debatten zwingend erkennen müsste, dass sie die Nächsten sind, die aus dem politischen Diskurs ausgeschlossen werden sollen. Und weil sie das alles nicht erkennt, ist sie keine wirkliche politische Alternative mehr. Solange die CDU so agiert, wie sie das tut,
muss man leider konstatieren, dass sie an diesem Abbau, an dieser Vernichtung unserer Demokratie mitwirkt. Und solche Parteien können natürlich nie eine wirkliche parlamentarische Alternative darstellen. Nun haben wir vor kurzem erlebt in Brandenburg, das Tesla-Werk ist boykottiert worden durch einen Brandanschlag auf die Stromversorgung. Mitarbeiter konnten 7 Tage nicht arbeiten. Der Schaden geht in die Milliarde hinein. Also ist nicht unbeträchtlich. Die Berichterstattung erstreckte sich auf einmalige Berichterstattung. Auf der A100 gab es ein LKW-Inferno. Das heißt also, linke Gruppen haben sich dazu bekannt, dass sie dort Baumaschinen und LKWs angezündet haben. Das bedarf einer Information, die geht dann mal kurz raus. Die deutsche Presseagentur berichtet also kaum darüber, wenn dann nur als Randnotiz. Zeigt es die Richtung, dass man sich hier einig ist, links und linksextrem gänzlich aus der öffentlichen Berichterstattung wegzulassen, obwohl Riesenschäden entstanden sind? Das heißt also, man greift hier wirklich systemrelevante Netzwerke an. Ich spreche von der Autobahn und man versucht Arbeitsplätze zu vernichten, deren 12.500 bei Tesla. Die linke Seite gänzlich außer Acht gelassen, man könnte es meinen. Der Eindruck ist auch der meine. Und wir müssen hier klar konstatieren, dass der Anschlag auf Tesla aus meiner Sicht die Grenze vom Linksextremismus zum Linksterrorismus überschritten hat. Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt auch wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, was absolut zutreffend ist. Und ich muss insofern noch ergänzen, dass durch diesen Stromausfall, durch diesen großflächigen, der hier passiert ist, natürlich auch entsprechend Lebensgefahren und Gesundheitsgefahren für Patienten bestanden haben, die in Krankenhäusern untergebracht gewesen sind, die vielleicht auch in Arztpraxen mobil operiert worden sind. Insofern haben wir hier klar die Voraussetzungen für den Terrorismus erfüllt und dass das nicht so klar artikuliert wird und dass das nur eine Randnotiz mehr oder weniger ist, das zeigt auch die Schieflage in der medialen Welt und auch die gilt es zu korrigieren. Ich möchte eins zu diesem Sachverhalt noch ganz klar ergänzen. Da sehen Sie auch, dass der Staat und die Verfolgungsbehörden neben dem Fall Glätte auf dem linken Auge blind sind. Diese Vulkangruppe, Herr Weber, ist seit 2011 und es hat die Befragung im Innenausschuss zweifelsfrei ergeben, seit 2011 im Bundesgebiet aktiv. Diese Vulkangruppe hat auch in der Vergangenheit bereits schwerwiegende Anschläge auf die Infrastruktur begangen. Und jetzt halten Sie sich fest, bis zum heutigen Tag ist nicht ein einziger Tatverdächtiger identifiziert, geschweige denn festgenommen worden. Blinder kann ein Rechtsstaat auf dem linken Auge gar nicht mehr sein. Stellen Sie sich das mal umgekehrt vor, was in unseren Talkshows und was in unseren Gazetten los wäre, wenn eine rechtsextremistische Gruppierung so in Deutschland wüten könnte und man über 13 Jahre hinweg nicht in der Lage ist, wenigstens mal einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Nein, wir müssen hier als Rechtsstaat jetzt ganz klar reagieren und zwar mit aller Härte. Null-Toleranz-Strategie muss hier umgesetzt werden. Wir müssen die linksextremistische Rote Hilfe und die Antifa verbieten. Wir müssen in die Media-Org, diese linksextreme Hetz-Internetseite definitiv ein für alle Mal abschalten. Wir müssen die Finanzierung aller Linksextremisten und Linksterroristen effektiv unterbinden. Und natürlich bedeutet das dann im Ergebnis, dass dieser Staat Härte zeigt, dass dieser Staat sich nicht mehr terrorisieren lässt. Und dieser Paradigmenwechsel ist heutzutage nötiger denn je. Mediale Umerziehung, uns ein Denken aufzwingen, nicht mit uns, nicht mit Hallo Meinung und nicht mit euch. Bitte unterstützt uns, dass wir solch eine Sendung machen können. Nun sind wir uns, glaube ich, einig, dass das mit Frau Faeser und mit der Familienministerin Paus nicht geschehen wird. Die eine ist das Thema, die Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Es wird darüber geschrieben, wir haben das Thema wie DDR. Das sind ähnliche Verhältnisse. Das Denunziantentum, die Frau Paus unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Und sie scheinen also auch zu ignorieren, dass das sogenannte Demokratiefördergesetz, ein Gutachten sagt ganz klar, es ist ein Gesetz zum Schutz der Regierung. Und zwar der linken Szene. Wird es ignoriert von den betroffenen Protagonisten?
Also natürlich, auch hier haben wir das Problem, dass einfach nicht man sich damit beschäftigt, was in diesem sogenannten Demokratiefördergesetz überhaupt thematisiert wird. Wenn man dort reinschaut, wenn man sich das durchliest, dann kann man nur zu einem Ergebnis kommen. Es handelt sich um ein Demokratievernichtungsgesetz. Das ist ein Angriff auf Meinungen, und zwar regierungskritische Meinungen, und jetzt ganz wichtig, unterhalb jeglicher Strafbarkeitsschwelle. Und das bedeutet nichts anderes, dass auch das ein weiteres Instrument dieser Ampelkoalition ist, um eine links-grün-rote Ideologie in unserer Republik umzusetzen. Und das können und dürfen wir natürlich nicht zulassen. Es ist in der Tat so, dass mit der Ampel ein Politikwechsel nicht stattfinden wird. Deshalb sind ja alle überzeugten Demokraten, alle mündigen Bürger in unserem Land aufgerufen, bei den nächsten Wahlen entsprechend dafür Sorge zu tragen, dass die Partei in Regierungsverantwortung kommt, die auch wirklich ein Interesse daran hat, dass hier alles wieder vom Kopf auf die Füße gestellt wird, dass in Deutschland wieder Sicherheit hergestellt wird. Und das ist und bleibt nun mal die AfD. Und abschließender Satz zum Kampf gegen die Meinungsfreiheit. Das vergessen auch sehr viele immer. Wenn der Verfassungsschutz immer als Kronzeuge vorgebracht wird, beispielsweise gegen die AfD und als Kronzeuge für die Rechtsextremismusbekämpfung, dann muss jedem Bürger klar sein, dass es sich hier nicht um eine objektive und neutrale Behörde handelt. Der Bundesverfassungsschutz wird von einem politischen Beamten geleitet, von Herrn Haldenwang. Und ich darf Ihnen mal ganz kurz klar darstellen, was ein politischer Beamter tun muss. Das kann jeder nachlesen im Paragraph 30 Absatz 1 des Beamtenstatusgesetzes. Ein politischer Beamter ist ein Beamter, der ein Amt bekleidet, bei dessen Ausübung er in fortdauernder Übereinstimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung stehen muss. Wenn er das nicht tut, dann steht es im 30 Absatz 1 Beamtenstatusgesetz so drin, kann er in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Sie alle kennen den Fall Maaßen. Dort ist genau das umgesetzt worden. Und deshalb muss jedem klar sein, Haldenwang und der Bundesverfassungsschutz haben das umzusetzen, was die Innenministerin Faeser und was die Ampelkoalition vorgibt. Und deshalb beteiligt auch sich der Bundesverfassungsschutz an der Beseitigung der Meinungsfreiheit. Er ist dadurch selbst eine ganz massive Gefahr für unsere Demokratie. Den Namen, den Sie erwähnt haben, den kenne ich nicht. Ne? War ein Scherz. Er ist ja oft bei uns zu Gast. Ja, ich darf Ihnen, lieber Herr Hess, und den Zuschauern mal dieses Buch zeigen. Es ist Matthias Brotkorb. Matthias Brotkorb ist Ex-Minister SPD. Die Gesinnungspolizei im Rechtsstaat, der Verfassungsschutz als Erfüllungshilfe der Politik. Und da ist wirklich, dieses Buch ist sehr lesenswert. SPD, er sagt also klipp und klar, hier ist ein Vorwort drin von Professor Volker Böhme-Nessler. Das Buch von Matthias Brotkorb will den Rechtsstaat und die liberale Demokratie verteidigen. Vordergründig ist sein Thema der Verfassungsschutz. Auf einer grundsätzlichen, tieferen Ebene verteidigt er den Rechtsstaat und die freiheitliche Demokratie gegen eine autoritäre Behörde, die sich zunehmend mehr Kompetenzen selbst verschafft. Im demokratischen Rechtsstaat ist die Freiheit und die Grundrechte der Normalfall. Die Einschränkung der Freiheiten, die das Grundgesetz garantiert, ist die Ausnahme, die sorgfältig begründet werden muss. Es ist das Verdienst von Brotkorb, diese Selbstverständlichkeit immer wieder zu betonen. Ein Geheimdienst denkt zwangsläufig anders. Im Fokus steht die Sicherheit, Grundrechtsverletzungen werden schnell zu unvermeidlichen Kollateralschäden. Das kann in einer liberalen Demokratie nicht der Fall sein. Und er selber schreibt, es lohnt sich, wenn Sie mir noch gestatten, dass ich das noch mit anführe. Sie haben also Herr Brotkorb hat viele Menschen aller Couleur interviewt. Sie waren alle sich aber der Einschätzung einig, dass die Erfindung des Beobachtungsobjektes Delegitimierung, das ist das, was wir immer hören, der Regierung unter der Führung von Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang ein verfassungsrechtlicher Skandal darstelle. Die Leibwächter drohen zu Geiselnehmer zu werden. Also dieses Buch ist sehr lesenswert und es ist, ich betone es, von einem ehemaligen SPD-Minister. Es lohnt sich zu lesen, denn hier sieht man die Fälle und hier ergänzend dazu, Thomas Haldenwang sieht seine Hauptaufgabe für 2024 immerhin mit 488 Millionen Budget, Beobachtung der AfD, Beobachtung des Rechtsextremismus. Das ist Thomas Haldenwang seine Hauptaufgabe. Gibt es da noch was hinzuzufügen?
Nur insofern, als ohne das Buch gelesen zu haben, ich das schon seit geraumer Zeit immer glasklar darstelle, dass dieser neue Phänomenbereich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates ein Frontalangriff auf die Meinungsfreiheit und auf die bürgerliche Mitte in unserem Land darstellt. Ich habe in der Vergangenheit und bei meinen Auftritten stelle ich das, sage ich das immer klar und deutlich. Es gab bis vor die Corona-Demonstrationen nur im Wesentlichen vier Phänomenbereiche, die Verfassungsschutz im Bereich der Extremismusbekämpfung entsprechend sich angeschaut hat, nämlich Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus und ausländischer Extremismus. Mehr gab es nicht. Und dann kamen die Corona-Demonstrationen. Dann hat man festgestellt im Innenausschuss in mehreren Sitzungen, dass dort keine Extremisten maßgeblich beteiligt sind, wenn dann nur rudimentäre Randerscheinungen. Und dann hat man gesagt, wenn wir das dann nicht unter die bisher bekannten Extremismusformen fassen können, dann schaffen wir einfach einen neuen Phänomenbereich. Und das ist genau das, was jetzt offensichtlich auch in diesem Buch beschrieben wird. Und nochmal, wir haben es hier mit einem Vernichtungsfeldzug gegen unsere Demokratie zu tun, denn die Meinungsfreiheit ist das konstituierende Element, das zentrale Element einer Demokratie. Und man versucht hier gegen den Willen der Mehrheit der mündigen Bürger einen Linksstaat durchzudrücken, die Diffamierung, Stigmatisierung aller Meinungen, die nicht links sind. Und es ist allerhöchste Zeit, dass jetzt wirklich jeder Bürger A das erkennt und B daraus die entsprechenden Konsequenzen zieht. Nun haben Sie ja einen neuen Polizeibeauftragten. Nun kann man ja davon ausgehen, dass hier Neutralität gewahrt wird. Aber wie man hört, Uli Krötsch, wenn man ihn mal verfolgt, wenn man mal seine Posts sieht und, er sieht als Hauptaufgabe Bekämpfung von rechts. Das ist das, was er als erste Antrittsrede gesagt hat. AfD-Leute bei der Polizei hochproblematisch. Da hat man doch wieder den Bock zum Gärtner gemacht. Besser könnte ich es fast nicht ausdrücken. Dieser Polizeibeauftragte ist von der Ampel durchgedrückt worden, um die Arbeit der Polizei zu erschweren, nicht um sie zu unterstützen. Dort ist eine ganze Menge, was jetzt auch im neuen Bundespolizeigesetz drin steht, mit Kennzeichnungspflicht für die Bundespolizeibeauftragten, mit Ausfüllen einer Kontrollbescheinigung, wenn die Beamten eine Kontrolle durchführen. Nein, der Polizeibeauftragte, der geschaffen worden ist, und insbesondere die Person Uli Krötsch, den ich ja nun aus dem Bundestag sehr genau kenne, der ist eben nicht polizeikritisch, der ist, man muss das in dieser Deutlichkeit sagen, ein Polizeifeind, obwohl er ein Polizeibeamter war früher. Aber so ist das halt in den links-grün-roten Kreisen. Man bekommt hier politische Posten zugeschustert, übrigens hoch bezahlt, wo er jetzt seine entsprechenden Neigungen ausleben kann. Und das ist diese Benennung dieses Polizeibeauftragten ist eine wirklich sehr schlechte Umsetzung letzten Endes, bedeutet für die Bundespolizei nichts Gutes. Und wir tun gut daran und wir werden das auch tun. Zu dem Zeitpunkt, wo wir dann endlich Regierungsverantwortung übernehmen, wird das eine der ersten Maßnahmen sein, dass wir diese Position wieder abschaffen. Nun erfüllt er ja das ohne Zweifel. Absolut. Das Absolut. erfüllt er, ne? Also er ist der Idealbürger, er ist die ideale Besetzung dort, ein Denunziant, und Denunzianten hatten wir schon in Systemen, die wir nicht mehr haben möchten. Er ist wie immer spannend. Ich sage danke für Ihre kurzen Ausführungen, und ein Mann, der früher an der Polizeiakademie referiert hat, ist nicht immer einfach, sich kurz zu fassen. Aber das haben wir jetzt geschafft. Ich sage danke bei Ihnen, liebe Zuschauer, bei Ihnen, Herr Hess, und bis zum nächsten Mal. Danke. Herr Weber, ich bedanke mich ebenso, liebe Zuschauer. Ich wünsche eine gute Woche. Tschüss.